Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier im Whisky Hort in Oberhausen. Wir wollen euch einen weiteren Whisky aus unserem Sortiment vorstellen. Enoch aus der Noctu Distillerie, die die Marke aber anders benannt haben, um Verwechslungen mit Nocando zu vermeiden. Enoch also. Auf die sind wir letztes Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, aufmerksam geworden, als wir beim Blick auf unsere Regale irgendwie mal den 24-Jährigen entdeckt haben, den keiner von uns kannte. Aufgerissen, probiert, hellauf begeistert. Auch der 18-Jährige sehr gut. Und als kürzlich ein Single Cask for Germany erhältlich war, haben wir natürlich auch da zugeschlagen. Und den stellen wir euch heute vor. 17, 18 Jahre alt, 2001 destilliert. 2019 abgefüllt. Ganz genau weiß ich jetzt nicht, ob er 17 oder 18 ist. Er kommt in Fassstärke daher mit 53, ich sag sofort, ich glaube 8%. Genau, 53,8%. Flaschen einzeln durchnummeriert. 600 sind es an der Zahl. Wenn ihr euch jetzt über unterschiedliche Nummern wundert, wir haben den zum Probieren schon offen und haben einfach der Vollständigkeit halber eine zweite Flasche mit entsprechender Tube aus dem Regal geholt, damit ihr euch auch da optisch einen Eindruck machen könnt. Und beim Riechen finde ich sofort das, was ja die Enochs, die ich bisher im Glas hatte, so für mich ausmachen. Wie gesagt, 18 und 24 Jahre alt, der jetzt auch mit 18 oder 17. Schöne, ja, alte Noten, komplex mit Tiefgang. Sherryfass, Rosinen habe ich so ein bisschen. Aber es geht auch in eine komplexe Richtung. Es ist feines Leder mit dabei, Pflaumenmus. Aber auch frischeres Obst, irgendwas Beeriges. Mich erinnert so ein bisschen an weiße Johannisbeeren. Stachelbeeren vielleicht auch noch. Wirklich ein reizvoller Kontrast so zwischen diesen gesetzten älteren Eindrücken und dieser ja schon fast jugendlichen Spritzigkeit. Das verfliegt dann aber schnell und ja, die älteren Aromen bleiben dann doch länger herhalten. Riecht sehr interessant. Mach auf jeden Fall Appetit, den zu probieren. Und genau dafür ist es jetzt auch Zeit. Sehr zum Wohl, Slange. Fruchtig im Vordergrund. Auch hier erst wieder ein bisschen was Spritziges, weiße Johannisbeeren, Blaubeeren finde ich noch mit dabei. Und dann geht das über in Honig, so eine Waldfruchthonig, etwas würziger Honig. Ich habe die Sherry-Rosinen wieder, so eine Mischung aus poliertem Leder und Möbelpolitur. In Anklängen ganz fein. Eine angenehme, ich sag mal, karamellige Restsüße. Nicht übertrieben.
Der wirkt insgesamt eher ein bisschen trocken. Mag der Alkoholgehalt von 53,8% auch ein bisschen mit dazu beitragen. Das ist immer noch easy going, nicht zu kräftig. Den kann man gut so trinken. Schmeckt pur. Sehr fein. Ein weiterer Tropfen auf der Destillerie, der mir zusagt, ist so langsam, vielleicht nicht angesichts des Preises, aber angesichts der geschmacklichen Ausprägung, so eine versteckte Perle, so ein Hidden Gem. Lecker, richtig lecker. Ja, Preis 149,90 die Flasche. Das ist schon eine Ansage, aber gut, 17, wahrscheinlich 18 Jahre. Single Cask, fast stark. Das sind natürlich auch Punkte, die er in die Waagschale wirft, die schon zu überzeugen wissen. Noch dazu halt der Geschmack, der dem wirklich angemessen ist. Wenn ich dann bedenke, dass auch der normale 18-Jährige schon gar nicht so weit davon entfernt ist, dann ist der Aufschlag für den fast starken hier sicherlich okay. Macht euch selbst ein Bild davon. Wir haben die Flasche offen. Oder wenn ihr eine andere Möglichkeit habt, da mal dran zu kommen, den zu probieren, macht das. Ich finde, das ist echt ein schönes Ding. Damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag wünsche ich noch und im nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao, ciao.